Hey und willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play die Sims Tiergeschichten. Ich bin Daniel von SimFancy und mit dabei ist heute wieder der Bühne. Hi. Hallöchen. Ja. Auf geht's. In der letzten Folge haben wir das hier so probiert mit diesem Wippen-Dings. Und erzähl. Diesen den T3-Tabs-Ding. T3, wie heißt der nochmal? T3, keine Ahnung. Kann man das hier irgendwo sehen? Da. Taumel-Tabs-Trainer. So ein süßer Name. Sehr cool, oder? Und da gibt es auch noch andere Sachen, aber die müssen wir sich erst noch freischalten. Was ist denn das hier? Kinderspielzeug, Tiger-Lilly, High-Jump von K9-Kraft, Tierfütterer, ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. Das ist cool. So, dann machen wir jetzt weiter heute. Und unser Ziel ist erstmal Zeit für mich, ne? Wir haben wieder Zeit hier. Das ist immer so eine Pause zwischendrin in der Story. Das war bei Inselgeschichten ein bisschen flüssiger, finde ich. Ich will mal sehen, wie die mit Flaschen jongliert hier. Und ich dachte, wir versuchen jetzt den Geist von der Bottikuh zu besorgen hier. Ist ja auch bei den Wünschen. Geist von Diana Sim. Wie geht das denn? Manche Sims sehen den Geist eines verstorbenen Sim. Oder sie wollen... Oder... Ob sie wollen oder nicht. Sieh zu, dass dein Sim sich nachts neben einem Grabstein oder einer Urne auffällt, denn da scheint möglicherweise ein Geist. Ja gut, aber die ist ja noch gar nicht tot, ne? Nee, müssen wir. Das ist ja eher so ein Witzwunsch, ne? Die will halt, dass die tot ist oder so. Ja, da müssen wir dafür sorgen, ne? Ja. Das wäre natürlich auch cool. Kann man das machen? Kann man die einfach umbringen? Ja, aber dann wäre es ja... Und dann ist die Story kaputt vorbei. Wahrscheinlich. Dann geht's nicht mehr weiter oder so. Das habe ich mir jetzt auch gefragt, weil eigentlich kann deine Alice ja auch nicht sterben im Sinne, weil dann wäre das Folge ja vorbei. Ja, ja. Wir brauchen hier eine Dusche hier mal. Aber wir können heute mal so ein bisschen auch in den Kauf- und Baumodus reingucken, oder? Oh, guck mal, da gab's die geile Dusche hier. Ach ja. Kaiserliche Spülfontäne 7. Was ist das cool? Glaub, guck mal. Die gab's in jedem von meinen Häusern. Ah, die ist so geil, die ist so abgerundet, ne? Wieso gibt's so eine nicht mehr? Die hat ja auch schöne Armaturen. Jetzt im Spiel sind die alle so komisch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber stimmt, wir haben nur eckige Duschen. So, wir müssen die Pflanze erst verkaufen. Die kann ich nicht verkaufen. Wieso nicht? Ich will die aber verkaufen. Das Waschbecken kann ich verkaufen. Wieso kann ich die nicht verkaufen? Das ist ja... Handtool, kann nicht aufgehoben werden. Der Vorschlaghammer ist auch da ausgegraut. So, wir können die Badewanne einfach wegnehmen, oder? Ja. Wir machen einfach eine Dusche. Ah, dann können wir den Hund nicht mehr baden, das wäre doof. Stimmt. Dann stellen wir die einfach raus. Es geht ja, wir haben einen Wasseranschluss hier im Gartenzaun. Jetzt hast du aber nur noch 26 Simoleons. Ist egal, wir verkaufen gleich das Bild. So, duschen. Und jetzt, wir haben eine geile Dusche dafür, hallo. Die Alte ist wirklich bald blank, die muss Insolvenz anmelden. Ja, aber sowas von... Ui. Guck mal, wie schön die Duschen damals gestaltet waren. Das ist doch eigentlich zu fassen. Das sind so Kleinigkeiten irgendwie. Aber ich will Sims echt nicht schlecht machen. Sims 4 hat auch seine Vorteile, also weil es auch immer genannt wird dann. Aber es ist, ja, es... Ja. Ich glaube, das werden wir aus dieser Let's Play-Reihe wohl nicht mehr rausbekommen, dass wir uns immer irgendwas denken von wegen, oh, wie schön ist das denn? Und das war ja so viel besser und so. Ja, ja. Ich glaube, das ist komplett drin jetzt. Ja, ich glaube auch. So, du musst das Bild fertig malen, das verschielte Foto von deinem Hund, der auf dem Bett sitzt. Wir waren uns so sicher, dass wir den richtig gut getroffen haben und dann kommt das Ball raus. Da ging es um die Pfote, so. Ja, genau. Der Hund will anonym bleiben, er hat nicht zugestimmt. Das ist ein guter Grund, ja. Aber das Kaufspielzeug hat sich schon ausgezahlt. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee gehabt dann. So. Mal ein bisschen schneller kommen, Alice. Wir wollen weiter in der Story. So. Yes, jetzt hier. Oh, Bild ist fertig. Verkaufe es oder hänge es an die Wand. Wir müssen jetzt eigentlich verkaufen, sonst haben wir echt keine Kohle mehr, ne? Und die ja auch nicht arbeiten oder so. Nee. Und so hübsch. Kann man die eigentlich arbeiten schicken? Muss einen Job in der Zeitung suchen. Ja, das verkaufen wir, das verschielte Bild, ne? Ja. Gespielt Stöckchen holen? Jetzt nicht mehr. Und die haben immer so geschnackt, ne? Mit den Fingern. Ja. Das ist so cool.
Auf geht's. Weg damit. So. Yeah, da bläh. Sehr cool. Müssen wir noch was essen? Wir trinken aber nur was in Saft. Ja, du wolltest gerade auch gut. Saft geht oder was? Ja, ja. Wir wollen schlafen, gehen jetzt nicht mehr großartig kochen hier abends. So, trinken noch einen Saft aus den Dosen. So. Frisch gepresster Dosensaft hier. Oh, der Hund schläft auch schon im Bett. Ja. Cool, das ist, wenn wir jetzt hier sagen, hier schlafen. Dann wächst du denn auf. Echt? Das will ich jetzt rausfinden. Ach, das. Oder die sagt, ich kann nicht ins Bett, da ist schon ein bisschen. Vielleicht, mal gucken. Die haben sich immer so aufgeregt, ne? Und dann haben sie hochgewinkt zur Kamera. Ja, genau. Ja. So, trink mal deinen Saft schneller. Nicht mit Multitasking, ne? Nicht hier im Bett Saft trinken. Nee, ich brauche echt lange dafür, für so einen Saft. Trink mal richtig, komm auf Ex hier, auf. Ich nehme nur so einen Schluck. Hau rein. Ja. Fette Mülltüte gleich rein. Die Müllpresse. So. So, jetzt mal gucken. Na, geht nicht? Dann geht sie auf die andere Seite. Ja, warum nicht? Das hat sie erst gecheckt, als sie da vorne stand. Da waren die Sims noch dümmer. Oh. Ja, aber irgendwie hatte das Charme, fand ich so. Weil die so ein bisschen trottelig waren. Das war immer so Sims irgendwie, weil die so trottelig sind, ne? Ja. Ich glaube, es war nicht mal gewollt, aber ich denke, das ist auch so mit der Hauptgrund, warum das so erfolgreich war, weil es so witzig irgendwie ist und so ein bisschen dämlich eigentlich auch. Mhm. Und das war irgendwie so jetzt so herzallerliebst irgendwie. Ja, wie gesagt, die Kleinigkeiten immer dabei. So, du bist schon fertig, Energie hier. Das ging aber schnell. Ja, dann machen wir abbrechen. Dann machen wir mal Frühstücksservieren, machen wir mal Müsli. Ne? Du willst hier Müsli essen, das ist gut. Und den Napf füllen tun wir auch mal, aber erst sorgen wir für uns selbst hier. Oder? Nee, mach erstmal einen Napf, komm. Mach erstmal einen Napf. Der Hund spinnt schon wieder rum. Oh Gott, ich verstehe nicht, wie man morgens so aufgedreht sein kann. Also, geht ja gar nicht. Ja, aber guck mal, der Hund ist so. Nee, der Pies liegt schon wieder hier draußen hin. Das ist doch nicht zu fassen. Guck mal, das ist Garten und das ist Terrasse, lieber Hund. Brauchst gar nicht so gucken jetzt. Guck mal, das ist ein Zaun und dahinter musst du pieseln. Piesel uns hier immer auf die Terrasse hier. Das hat sein Plätzchen hat er jetzt für sich entdeckt. Loben für Tierfutter fressen, was können die noch fressen? Menschen essen? Ja gut, man kann es ja hinwerfen. Ne? Ja. Aber es geht jetzt irgendwie nicht als Aktion. Das finde ich ganz witzig. Man kann es nicht irgendwie erzwingen oder so. Na ja, wir machen das nur so, wenn der so vorbeiläuft. Vielleicht auch nur, wenn der Napf nicht voll ist und er Hunger hat. Ja. Weiß es ja nicht. Kann auch sein. Hat der auch Kaffee? Ja. Der geht mit Bechern jonglieren. Das wollte ich doch sehen jetzt, Mensch. Er ist eben komm, wenn du dein Müsli hast. Hast du letztes Mal nicht aufgepasst? Sie hat auch so schön geworfen. Und sie hat sich sogar verbeugt. Mach mal mit Bechern. Sie schnappt schon wieder so. So. Yay. Das sind aber keine Becher, das sind Tassen. Wo ist der Unterschied? Ja gut, man sagt Kaffeebecher, aber eigentlich Becher ist für mich so Papierbecher oder so, ne? Echt? Ja gut, doch, Becher, ja, doch, ja, doch. Super, ja, du kannst zum Zirkus gehen und da dein Geld verdienen. Brauchen keine Tierschau. Oder du ziehst dir ein Tierkostüm an. Das Lama-Kostüm. Ja, und so kann die Kaffeemaschine zum Spaßobjekt werden hier. Steigert dann Spaß? Ja doch, echt? Ja, ja. Nein, brauchst du das Ding gar nicht so angucken, Sam. Hör auf. Ausschimpfen für Möbel zerstören. Er hat schon getan. Na, die raste voll auf. Hier. Tada. Da-dum. So. Oh, der Napf sieht aber schmutzig aus. Ich könnte es mal sauber machen, du ja. Du sollst keine Möbel zerstören. Du, nein, nein, nein. Aber der ist ja schon ganz oben. Also, das, ich weiß nicht, warum es ja immer noch macht. Das auch nicht. Nur mal säubern hier. Komm, wir müssen mal säubern. So, ja, mit dem Schwamm hier rein. Ah, das ging aber schnell hier. Ist ein guter Schwamm. Wo gibt's den? Können wir wieder neu füllen. Genau. So.
mitten auf die Bodenfliese. Passt aber sehr gut dort auf dem Quadrat drauf. Die Bild wird nicht geliefert, weil du noch zu viele Zeitungen hast. Wer will die Bild auch lesen? Mal Recycling hier. Alles mal recycelt. Was sind denn die ganzen Zeitungen? Nur 2 Stück. Ich glaube, das waren immer 5 oder so. Nee, da liegen noch ein paar. Guck mal. Die liest die immer, ohne dass ich es merke. Und dann wandern die irgendwo hin. Die irgendwo hin, ja. Und du stehst schon wieder hier so komisch. Jetzt reicht's aber. Schon wieder hier ausschimpfen für Möbel zerstören. Rein damit. Die fassen sich auch immer so an die Nase, so. Ich finde das so cool. Holendi, was machst du? Essen? Schon wieder. Er ist schon ein bisschen verfressen, oder? Kann das sein? Ja. Da gibt's nichts mehr. Nee. Das war's. Nee, da war's, das war's. Jetzt Ziel, was ist unser Ziel? Komm, dann gehen wir noch pieseln, vielleicht kriegen wir dann unser Ziel. Du kannst auch mal abziehen dann. Das macht man eigentlich immer. Jo. Spülen. Ich glaube, dein Alice ist nicht besser als der Hund, wenn's ums Pieseln geht. Jetzt aber 8 Uhr, passiert dann was? Nee. Nee. Ich dachte jetzt um 8 Uhr pünktlich kommt dann die neue Aufgabe. Na? Ist immer komisch, was man weiß nie genau, was muss man jetzt machen, damit die nächste Aufgabe so kommt. Ja gut, das ist wahrscheinlich Zeit für mich, also ich bin ja eigentlich ganz oben so mit allem so grob. Ja. Grob. Es ist, glaube ich, dass wenn man in der Aufgabe drin ist in der Story, dann muss man halt die Aktion ausführen, dann darf man nicht irgendwie hungrig sein oder so, ne? Das kann sein. Vielleicht muss man da dann ein bestimmtes Level hier haben oder so, ich weiß es nicht. Aber wir hatten ja letztes Mal auch alles oben, haben wir uns gewundert, oder vorletztes Mal, dass das irgendwie, ja, wir gucken mal nach dem Hund. Ah ja, der braucht Hygiene, guck mal, vielleicht liegt es auch daran. Da baden wir. Ja, waschen. So. Ja, lauf außen rum, wir haben Zeit. Ja, geht ja nicht anders. Auf deiner Seite sind ach ja so, keine Treppen. Ach so, da ist gar kein Aufgang hier. Nee. Okay, hast recht. So, aber der Hund geht vorne rum. Sam, komm mal her. Wir haben eine Badewanne auf der Terrasse. Wer möchte nicht gerne eine Badewanne draußen haben? Komm. Oh, der Arsch ist in dem hier in der Wand. Au, der arme Hund. Komm mit, Hund. Wir müssen waschen dich. Au. Oh. Da hat ein paar Routing-Probleme hier. Was machst du jetzt hier? Malen. Du sollst nicht malen. Du sollst auch kein Leckerchen geben. Du sollst ihn waschen. Dem sich gerade selber hier zurückgesetzt. Wegen der Tür. Das ist manchmal passiert in Sims 2. Da ist Sims 4 bei weitem besser, ne? Da laufen die sogar ineinander durch. Ja. Ja gut, das ist natürlich das, wo sie dann gearbeitet haben, an dem Routing, ne? Ja, ja, aber auf Sims, jeden Fall. Sims 3 war es zwar auch schon ganz gut, aber eben noch nicht perfekt und jetzt ist es bei Sims 4 auch besser geworden. Ja, ja. Dass sie sich nicht mehr so arg stören, ne? Die können auch zu 10 durch eine Tür durchlaufen, ohne dass sie sich irgendwie blockieren. Aber dafür laufen die halt so ein bisschen immer ineinander auch, ne? Ja, gut. Au. Die ganzen Seifenblasen drumherum. Ja. Da hinten ist dieser Tierpark, da der Showpark. Guck mal. Da waren wir aber noch nicht. Nee, da waren wir nicht. Da waren wir nicht, nein. So. Ja. So. Geht's dir jetzt gut? Jetzt kannst du selber baden, genau, bade mal hier draußen. Ist natürlich, ja, gut. Ja. Die Nachbarn sind nicht da. Der macht schon wieder was kaputt hier. Nee, aber guck mal, der macht, glaube ich, gar nicht mehr. Der tut nur so. Und dann macht er gar nicht, ne? Er weiß das schon. Das stört gar nicht. Su! Ah. Es geht los. Am besten gehe ich heute ins Einkaufszentrum und besorge mir ein Magazin über Hundetraining. Mir ist jedes Mittel recht, um Diana zu schlagen und mein Haus zu behalten. Ich muss ein Taxi rufen, um ins Einkaufszentrum zu kommen. Okay. So, einkaufen gehen. Ich brauche ein Hundemagazin und neue Klamotten. Zeit zum Shoppen. Ich möchte auch shoppen gehen. So, anrufen, Taxi rufen. Brauchst du Sam nicht. Wähle also einfach nur Alice und warte auf das Taxi. Wähle dann das Vista Einkaufscenter.
Mhm. Okay, das machen wir doch. Machen wir doch. So, wir rufen mal ein Taxi. Transport. Guck mal, die Tür geht beidseitig auf. Das wusste ich gar nicht. Taxi, genau. So Lama hier. Ich muss mal hier ins Einkaufszentrum. Nur Alice. Mhm. Taxi ist in wenigen Minuten bei dir. Ne? Auf die Taxis ist Verlass. Die Handwerker, die haben gestreikt gestern in der letzten Folge. Ja. Auf geht's. Wir gehen mal gleich nach draußen. Auch die Mülltonnen waren irgendwie schöner, ne? Ja. Ich finde das so cool. Nicht den Müll rausbringen, jetzt komm. Warte doch hier draußen, das Taxi kommt doch gleich. Schnack, schnack, schnack. Wo ist es denn? Wenige Minuten. Ja, hier, ja. Ne? Sind schon wenige Minuten. Es geht hier noch Müsli essen. So. Wir müssen jetzt zum... Wo müssen wir denn hin? Vista Einkaufscenter da. Willkommen im Vista Einkaufscenter. Hier bekommst du alles, was dein Herz begehrt. Kleider, Lebensmittel, Videospiele etc. Du kannst dich auch auf der eine der Außenterrassen beim Bummeln entspannen. Okay. Klingt ja schon mal vielversprechend. Ja. Jetzt hör doch auf, ein Müsli hier zu essen. Mann. Go, 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 go. Ey. Sehr schön brav, Sam. Ich bin bald wieder zurück. Und er so, wow, 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 die sind weg. Jetzt kann's losgehen. Party. Ja. Der sechste Ladebalken war damals schöner. Ja. Da konnte man sich richtig vorstellen, okay, die sind jetzt halt im Auto unterwegs, ne, deswegen dauert es ein bisschen, bis die ankommen. Ich habe damals einmal geraten, welches von diesen Symbolen wird wohl in dieser Reihe aufploppen? Wird wohl beleuchtet sein. Ist es unterschiedlich? Weiß ich nicht, aber ich habe es trotzdem immer gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt das gleiche ist immer. So. Was? Die Bottekuh. Oh, nee. Die Bottekuh, der gehört auch das Ding, oder was? Oder die verkauft das, oder wie? Ihr gehört alles. Ja. Die regt sich auf, ne? Dass ihr alles gehört. Die, wo uns auch das Haus klauen will, ist das. Mhm. Alles gehört ihr, das gibt's doch nicht. Job, 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 job. Ich find's so geil. Dann werde ich wohl, damit werde ich wohl leben müssen. Auf jeden Fall muss ich ein gutes Hundetraining-Magazin für Sam besorgen. Okay. Ein Hundetraining-Magazin. Ah, oh, die Sofas. Da kann ich auch noch dran. Ja, und guck mal, die Aquarien damals noch. Oh. Und der, oh, die Spielmagazinregale, ne? Ja. So cool. Ah, oh, so cool. Guck mal, das ist so geil. Ach ja. Ja. Oh, das ist krass. Ich will das wieder haben. Da gab es auch Videospiele irgendwo. Mhm. Oder waren die auch da mit dabei? Nee, da gab es, glaube ich, ein extra Regal. Da. So, was holen wir? Der Hund von heute. Workaholic, Sportreisen und mehr, der Geldhai, das Teenie-Magazin oder Superstars Today. Wir nehmen das Hunde das heute, wird, ne? Genau. Oder? Das wird das ja wohl sein. Und die Lampen aus Late Night, guck mal. Da sind sie wieder. Wow, wie krass. Und da konnte man die Dinge einstellen, ne? Die Animation umschalten auf Schleife 1, 2, 3 und so, ne? Und da haben die unterschiedliche Dinger da gemacht. Stimmt, ja. Und man konnte... Da guck mal, im nächsten Raum gibt's die Lebensmittel noch. Stimmt, ja, wie cool. Damals konnte man richtig einen Supermarkt aufmachen, mit Kasse und so weiter. Super, ich habe ein Magazin gefunden, in dem ich genau die Informationen erhalte, die ich suche. Guck mal, so geil, Leute, echt. Mit Kühltruhe. Es ist so krass. Es ist halt einfach Sims 2, ne? Ja. Die haben damals alles richtig gemacht, sag ich jetzt mal. So, Ausgaben für Lebensmittel. Ist so cool. Genau, man muss das ja bestellen, ne? Mhm. Hat halt so einen Korb gehabt, oder was? Hi Thomas, was machst du denn hier? Und der Thomas schon wieder hier. Ich brauche ein paar Bücher und noch ein paar andere Sachen. Ich wollte dich später anrufen. Oh nein, ich will doch nicht mit dir reden, Mensch. Ich muss dir ein paar Dinge erledigen. Bist du hungrig? Ich habe noch nichts gegessen und verhungere fast. Dann lass uns doch zum Imbiss Simoleon gehen. Das Essen dort soll wunderbar sein. Und außerdem gehört es nicht Diana die Bottekuh. Ich will noch ein Spiel hier kaufen. Hier, da gibt es SSX und Brechen aus und SimCity 4. Und es waren noch alles gute Spiele, ne? Was ist das? Ach, Bursting Out. Mhm. Brechen aus, ja. Brechen aus, ja. Mhm.
Ich glaube, davon hatte ich eins damals für den Gameboy sogar. War das nicht dieses, ich weiß nicht mehr, war das nicht das für die PlayStation oder irgendwie so? Weiß ich nicht. Aber das war nicht das in der Stadt, oder? Das war irgendwie anders, ne? Ja, ich glaube, da gab es auch... Da gab es auch halt so Sims in der Stadt irgendwie, urban oder irgendwas. Ach, die Kasse, ja, ja, und so. Genau, diese so Urban. Cool. Urban, irgendwas mit Z, glaube ich. Mhm. Ja. Oh, ist das geil hier alles. Getränkeautomaten, alles. Alles. Kleiderstände, richtig schön. Ja, ja. Und da die Kaffeemaschine, Barista-Maschine. Ja, oh. Na gut, die gibt's auch wieder. Ja. Und die geilen Dinger, da kommen jetzt auch wieder mit Großstadtleben, ne? Ja. Boah, guck mal, die hat voll den Citra hier, hast du das gesehen? Guck mal, die hat voll den Citra. Die hat so viel Kaffee getrunken. So, das meinst du. Das war wirklich so, wenn man Kaffee und getrunken hat. Was haben wir denn da? Runde, Eckdinger, die man frei kombinieren konnte, ne? Wo jeder man wollte. Ein Kästchen hat. Eine Größe. Ja, so wie in Gaumenfreuden, nur in richtig. Nur in richtig, genau. Aber wie krass. So, zum Imbiss gehen. Wir gehen zum Imbiss. Wo gehen wir denn hin zum Imbiss? Auf geht's. Wir müssen irgendwo hingehen, ne? Wo müssen wir denn hin? Wähle Imbiss Simoleon, genau, das war's. Der Boden ist auch geil, ne? Ja, das ist ein bisschen Augenkrebs, aber es sieht schon ganz gut aus. Nee, von dem Geschwungenen her. Ja. Und das ist schöne Leisten und so drumherum um die Beete und das Ganze. Ach, echt. Ach, ja. Ach. Haben die einmal Sims 2 gespielt, die jetzigen Entwickler? Die wechseln ja so oft durch irgendwie. Das stimmt, ja. Ja. Dem ist Simoleon, du weißt schon. Das Taxi ist in wenigen Minuten bei dir. Das Einzige, was sie hier nicht so gut konnten, war die Dächer draufsetzen. Das ist also der Thomas. Ja. Oh, das Katzenbild. No. Ist das aus dem Disney-Film geklaut, oder was? Das sieht so aus, ja. Ja, ne? So, wo ist der Thomas? Da kommt er ja. Sieht ein bisschen müde aus. Hat die überhaupt ihre Pausen eingehalten? Die Fahrerin. Ja, cool. Auf geht's. Du-du-dum-dum-dum-dum. Ja, die Sims 2 Musik vermisse ich. Mhm. Die war, ich glaube, das war mit die beste Musik, die sie da im Spiel hatten. Sims 1 kann ich mich nicht mehr so dran erinnern, aber. Sims 2. Da kommen die. Und nächstes Mal geht's weiter hier im Imbiss Simoleon. Das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Den Sendeplan gibt's immer auf Instagram. Und ihr könnt natürlich abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen hier zu diesen Zielgeschichten. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.